Herzlich willkommen, wertes Volk. Yay, Plants vs. Zombies. Ja, hier haben wir aufgehört, hier machen wir weiter. Es geht um den Level, in dem wir den Magnetpilz ausprobieren. Ja. Wir müssen aber auch irgendwas gegen die Puffballons tun. Sodass ich das eigentlich mitnehmen möchte und das. So. Nur was nehmen wir dann noch mit? Große Frage, große Frage. Das und das dann ist voll. Wir brauchen auf jeden Fall noch den. Den Matsch. Ja, aber. Ja. Schwierige Frage. Nächste Frage. Ganz ehrlich, ich bin gerade wirklich am Überlegen. Weil wenn ich das nicht... Ich nehme den Matschekürbis mit, ja. Im Zweifelsfall kann ich den nämlich hier drauf pflanzen. Ja, ja, das ist, glaube ich, eine gute Lösung. So. Und los geht's. So, willkommen zurück, willkommen zurück. Ich habe keine Ahnung, an welchem Tag, in welcher Woche ihr dieses Video jetzt sehen werdet. Ich fühle mich auch immer noch nicht so ganz wohl mit dem Vorproduzieren. Aber entweder ich gewöhne mich dran oder ich kann hinterher sagen, ich habe es ausprobiert. Ist nichts für mich. Aber aktuell ist einfach, ist es mir wichtig, dass ich euch regelmäßig beliefere. Regelmäßiger wieder. Und das eben über Dezember und Januar ein bisschen schleifen lassen habe. Und da ich im Februar eben viel unterwegs bin, wollte ich das mit dem Vorproduzieren auf jeden Fall machen. Ich weiß auch noch nicht, wie dort das Internet sein wird. Also ich weiß, dass ich bei meiner Familie nicht so gutes Internet habe. Erwarte aber eigentlich von einem Tagungshotel, dass es gutes Internet hat. Aber das Internet ist ja für uns alle Neuland. Von dem her rechne ich eigentlich mit gar nichts. So. Ah, wisst ihr, was ich hätte mitnehmen sollen? Den Kürbis. Weil der kostet 100 und wird mega schnell gefressen. Ja. Hätte ich das mal gemacht. Tja, blöd. So. So und so. Und so. Ganz viele kleine Sonnen. Und den letzten hiervon. Ich sehe halt auch absolut nichts. Hier passt was hin. Hier passt was hin. Die tun noch gar nichts. Das heißt, so da ist gerade was gestorben. So. So. Ja, wunderbar. So. Jetzt kommen wir gleich zu den Magneten. Irgendwo stirbt gerade ein Pilz. Jetzt. So. Noch tun die gar nichts. Das ist auch okay. Aber, das ist nicht okay. So. Hier muss jetzt ganz, ganz schnell... So. Und hier muss eigentlich noch ein Magnet hin, weil auch die Magnete nicht das ganze Feld bedienen. Beziehungsweise... ähnlich wie die Pflanzen, zombiefressenden Pflanzen, eine gewisse Regenerationszeit haben. Und hier muss eigentlich ganz dringend. Schneller! So, da drauf. Jetzt hat sie sich einen Eimer geholt. Das heißt, hier war jetzt eben ein Eimer-Zombie, der jetzt kein Eimer-Zombie mehr ist, sondern nur noch ein normaler Zombie. Uah. Geh! So, jetzt sehen wir auch was. Hätte ich auch mal früher drauf kommen können.
Aber wir haben ein bisschen wenig Sonnen aktuell. So. Hier kommt jetzt nämlich noch ein Eimer. Der wird gleich wieder weggecached. Ich habe das gesehen, zack, weg. Und plötzlich ist es ein sehr verletzlicher Zombie, weil nur noch ein normaler Zombie. Ja, und der ist jetzt außer Betrieb und der ist zu weit weg. Jetzt ist er wieder in Betrieb. So. Ja, jetzt kommt der Nebel wieder. So. So. Mhm. Mhm. Das war aber bis jetzt tatsächlich nur ein Ballon. Naja. Wie ihr seht, das... Ah, nein, das wollte ich doch gar nicht pflanzen. Das wollte ich pflanzen. War das gerade ein Delfinschrei? So. Da ist zumindest ein Ballon-Zombie. Das Schöne ist, ich kann das Wehblatt quasi auch hinter dem Zombie und eben weht es trotzdem zurück. Das ist manchmal ganz praktisch. So, da ist wieder ein Eimer. Eimer Popeimer. Das da. Und da ist noch ein Eimer. Los, schnapp sie dir, alle Eimer. Bam, bam, bam. Da, 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 dam, da, dam. Ja, da ist ein Eimer. Da ist ein Pogo. Da ist ein Pogo. Hol dir den. Der holt sich nämlich auch Pogo-Stäbe. Das hat man jetzt leider nicht gesehen, weil der Pogo-Zombie schon tot war. Wir können uns hier noch den Eimer. Und so. Und so. Ja. Das lädt jetzt noch sehr langsam, deswegen... Ja, bis dahin ist der tot. Bis das geladen hat. Yay! Nachricht von den Zombies! Juhu! Ja, Hammer werden auch von den Magneten angezogen. Hallo, hier ist deine Mutti. Bitte komm rüber. Es gibt Handbraten. Lass die Haustür offen und den Rasen ungeschützt. Herzlichst, Mutti. Nicht die Zombies. Okay, Mama. Komme gleich. Warum ist es auf einmal... Warum ist es auf einmal so dunkel? Das war ich nichts Gutes. Naja, hoffentlich überlebst du die Nacht. So. Motiviert haben wir uns. Wir haben die Balls. Da sind Zombies. Und jetzt ist dunkel. Und ja. Wir haben wieder ein Feld mit Fließband. Und ja, es ist halt immer wieder dunkel. Und zwischendurch sehen wir was. Der ist schon mal tot. Das ist schon mal eine gute Kombi. Oh. Ja. Okay, ich sehe das Problem. Ich sehe es, ich sehe es. Kackwurst. Ja, jetzt geht's. So, weil der Stern ja nicht nach vorne schießt. Der schießt ja in alle möglichen Richtungen, aber nicht nach vorne. So. Mhm. Okay, jetzt haben wir zumindest an Land in alle Richtungen was. Und hier können wir jetzt so. So. Ja, das ist minimal blöd. Hier und hier. Und hier. Und da war jetzt ein Eimer. So.
Das heißt, wir setzen... Ah, wir hätten... Ja. Es ist halt wirklich immer nur Kurzhell und man muss halt gucken, dass man möglichst viel in dem Moment sieht. Ihr könnt das Video ja immer anhalten dann. Oh Gott, wo frisst gerade was da? Okay. Ich pflanze einfach und gucke. Ich könnte noch ein paar Seerosenblätter vertragen. Hier ist noch kein Kaktus. Da ist eine Münze. Jetzt ist bis auf in der Reihe fehlt noch ein Kaktus. So. Und jetzt können wir hier noch... Ja, so. Wenn wir überall Sterne haben, sind ja auch alle Ebenen abgedeckt, weil die ja schräg schießen. Da kommt immer irgendwas an. Ich glaube, es läuft gerade ganz gut. Ich hätte gern wirklich mal, dass man es kurz ein bisschen länger sieht. Das fände ich ganz nice. Hier bräuchte ich jetzt mehr Pilz. Komm, mach mal Licht. Danke. Hier bräuchte ich jetzt... Oh, eine Welle. Zwei Wellen kommen. Okay. Wir schaffen das, weil... Na, da wollte ich das gar nicht. Aber egal, warum kam der jetzt hoch? Hm, okay. Ach, genau. Weil der Magnet hat auch den Hammer oder die Schaufel von ihm weggezogen. Und dadurch musste der hochkommen. Zieht er auch die Explosionsbox? Ja. Und da ist jetzt auch einer. Das ist ein bisschen... Okay, da war jetzt gerade... Brauchen wir noch Magneten? Nee. Aktuell nicht. Wir brauchen hier wieder was. Ansonsten sieht es gerade, glaube ich, ganz gut aus. Ich pflanze einfach alles voll. Die hebe ich mir auf. Das setzen wir hier hin. Immer möglichst weit vorne. So. Ich glaube, da war ein Delfin. Brauche ich nicht. Nächstes. Aber es scheint noch alles hier heile zu sein. Und... So grob weiß ich ja manchmal im Dunkeln, wo ich hinklicken muss, aber auch nicht immer. Die sollen nicht so viel Dingens spielen, weil dann explodiert noch was. Das läuft noch. Wunderbar. Wie sieht's auf dem Wasser aus? Auch gut. Ja, gut. Dann bauen wir halt jetzt noch ein paar Magnetpilze vorne hin. Einfach, weil wir es können. So und so. Und da ist noch ein Feld. Und dann machen wir so und so. Einfach, weil wir es können. Jetzt ist das ganze Feld voll. Hier ist noch nichts. So, ich sehe nicht, was passiert, aber es wird schon passen. Münzen. Münzen nehme ich. Ja. Es scheint sich nichts von hinten zu nähern. Wie sieht das aus hier? So. Ne? So. Jawohl. Wir kriegen gut Münzen und wir kriegen Cola-Pult. Schleudert Kohlköpfe auf den Feind. Tada, wir sind in der letzten Welt angekommen. Hui, jetzt haben sie es sogar aufs... Hui, ich habe sie sogar aufs Dach geschafft. Das sind ja vielleicht ein paar handergige Zombies, Mann. Ich bin eine Frau. Du brauchst hier jetzt die Cola-Pulte, weil das Dach so schräg ist. Vergiss das nicht, da läuft alles wie geschmiert. Ja,
Zombies. Und Dach. Und Cola-Pult. So, wir haben wieder Tag. Das heißt, wir nehmen die Sonnenblume mit. Und das Cola-Pult. Und das. Und das bringt uns hier wenig, aber das. Das. Wehblatt brauche ich nicht. Den kennen wir noch nicht. Lernen wir aber kennen. Ist ein Arschloch. Aber dann nehmen wir mal den mit und den mit und den mit, weil wir es können. So. Auf dem Dach, wer hätte das gedacht, wachsen normalerweise keine Pflanzen. Also muss man irgendwie gucken, dass Pflanzen auf dem Dach wachsen. Das geschieht, indem man Blumenerde aufs Dach stellt in Tontöpfen. So, das ist auch mehr oder weniger die Schwierigkeit, die da jetzt noch kommt. Nur eine Flagge haben wir hier. Ja. Ich hätte die kleine Mine mitnehmen sollen. So. Aber irgendwie geht das jetzt viel schneller als mit den Pilzen. Aber ihr seht auch, wir haben jetzt hier wieder nur 5 Reihen, nicht mehr 6. Und tschüss, Zombie. So, jetzt müssen wir mal auf dem Cola-Pult sparen. So. Seht ihr gleich, was passiert? Da wird nämlich in hohem Bogen der Zombie abgeschossen. Nicht geradlinig, weil hier ist schräg. Die 4 hier sind wieder gerade. Also es ist wirklich, sind die hier, die schräg. Und jetzt seht ihr auch, was passiert. Zombies essen nicht nur Pflanzen, sondern auch Pflanzentöpfe. So, das heißt, ja, die fressen das dann halt einfach und dann kann man da nichts mehr hinbauen. Was man dann machen kann, das seht ihr gleich, wenn wir den Level gewonnen haben. Ja, natürlich kommen die nicht da, wo das Kohlabhult schon steht. Wäre ja auch zu langweilig. So. Bap, Matsch. So. Na los, schneller, 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 schneller. Ich will mehr bauen, noch mehr. So, jetzt seht ihr, was passiert. Und der nimmt jetzt mit, was auch immer da ist. Eine Pflanze, wenn eine Pflanze drauf gepflanzt ist, nimmt er die Pflanze mit. Was ich hätte machen können, war eben dann Matschekürbis hinzusetzen. Ja. Habe ich halt nicht gemacht. So. Hierdurch, durch die Kürbisschutzhülle, kann der Schnapper in aller Ruhe verdauen. Ja. So. Und wird nicht sofort gefressen. Vielleicht sehen wir es gleich. Nee, der stirbt schon vorher. Komm, ich will da noch ein paar mehr Schnappers hinsetzen. Damit wir das vielleicht gleich demonstrieren können. Aber ihr seht, der braucht ein bisschen länger. Ja, da kann ich jetzt halt wieder nichts hinbauen. Dann nimmt er halt jetzt die... Ja, und sie bringen noch mehr Zombies. Super. Hier, seht ihr, jetzt frisst er den Kürbis drumherum an. Was aber nicht schlimm ist, weil das dort eine Weile... Genau, bis dahin hat er wieder verdaut. Schön, schön, schön. Und ihr seht, hier dauert es jetzt halt am längsten, weil ich da nur einen Kohlkatapult habe. Jetzt sind es 2. Gleich sind es 3. Na, hat sich erledigt. So, und was kriegen wir? Natürlich diesen Tontopf, den wir benötigen. So, damit kannst du das Dach bepflanzen. Hallo nochmal, ich habe neue Sachen im Angebot. Pflanze sie auf deinen Stinkpilzen. Ach so, das hatten wir schon. Das Ding hier.
Ja, eigentlich sparen wir darauf, aber das ist halt wirklich dringender. Weil das ist diese Notlösung für das Dach. So, also diese Rasenmäher fürs Dach. Die finde ich wichtig, halt genau wie Poolreiniger. So, hier können wir noch mehr Pflanzenerweiterung. Das kommt dann alles von dem Gold, was wir in den Zusatz-Minispielen erspielen. So, die Zombies kennen wir alle schon. Das und das und die da. Und ja, sonst haben wir halt echt nicht so viel. Das da. Den Schnapper hatten wir noch mit, ne? Und das da. Aber den Jalapeno brauchen wir nicht. Dann lieber den Schnapper. So. Auf die Plätze, fertig. Los geht's. Naja, so viel geht da jetzt noch nicht los. So, ihr seht, hier sind jetzt die Dachreiniger. So, jetzt fallen auch wieder Sonnen vom Himmel. Zwei Flaggen. Also lohnt sich wenigstens was aufzubauen. Dafür haben wir jetzt auch nicht fünf, sondern nur vier Reihen Tontöpfe von Anfang an. Ihr werdet sehen, in den späteren Leveln wird sich das noch auf drei runter reduzieren und alles andere müssen wir halt eben selber bauen. Kriegen wir aber auch hin. Eine Münze, sehr schön. So, hier kommt jetzt ein Katapult hin. So. Ja, Kartoffelmine können wir gleich noch gucken. Wo denn der nächste Zombie uns besuchen kommt? Da oben. Ja, da will ich aber eigentlich so. Ja, weil da muss noch so. Und dann wäre das blöd gewesen, wenn ich hier jetzt eine Mine hingesetzt hätte. Aber der nächste Zombie kriegt noch mal eine Mine. Hier, der da. So, jetzt sind wir hier durch. Hier ist die Mine, das heißt, das kommt dahin. Das kommt dahin. Und das kommt dahin. Das dahin. So. Ja, so langsam füllt sich das Feld. Bumm. Und der Tontopf ist halt noch da. Das ist das Gute. Auch bei den Kartoffelminen. So. Eigentlich wäre das sinnfrei. Wir hätten eigentlich hier langsam hier mit anfangen sollen. Gut. Läuft. Aber die laden ja schnell nach. Ich wollte wachsen sagen, aber das ist ja auch nicht korrekt. So, jetzt können wir gleich mit den Hochwalnüssen anfangen. Ja. So. So. Und wir müssen schnell sein, eben ähnlich wie bei den Seerosen. Ja, war klar. Das war klar. Aber ich glaube, das reicht ein leerer Tontopf, dass der drüber springt. Ja, tut es. So. Jetzt müsst ihr den aber schon auch kaputt hauen. Leute. Okay, sterben. Danke. So. Was wir natürlich auch machen können, ist, wir können auch hier nochmal einen Kürbis rumsetzen. Ja. Macht das Ganze noch stabiler natürlich, weil natürlich erst der Kürbis weggefressen wird, bevor die Walnuss angeknabbert wird. Aber ansonsten... Ja. So. Und Matsch. Sehr schön. Ist das schon? Nee, das ist die erste Flagge. Sehr gut. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Hier ein bisschen auszubauen. Ja, das wird er jetzt... Ach so, nee, stimmt. Über die Hochwalnuss kann er nicht springen. Haha. So. Ich hätte... Na egal. Der stirbt schon. Genau.
Da soll noch ein Schnapper dahinter. Habt ihr richtig erraten? So. Na los, mehr Sonnen. Oh, eine Münze. Na, jetzt haben die wieder geladen. Na los, ich will mehr Münzen. Mehr Sonnen. Mehr Münzen will ich auch, ja. Ja, möchte ich auf jeden Fall auch, aber... So, und... Da war ich jetzt fast zu langsam. Der springt drüber, oder auch nicht. Den Schnappern war weg. Ja gut, den Eimer hat's. Der Eimer wird jetzt... Dadurch kommen ein Stück weit... Bisschen Schaden verursachen und irgendwann sterben. Hier muss ich gucken, das hat fast wieder geladen. Ja. Und das müsste auch gehen. Jawohl. So, jetzt machen wir hier erstmal zu. Hier ist fast aufgegessen, der Kürbis. So. Hier müssen wir gucken, der ist so langsam angefressen. Münze, Sonne, Blumentopf. So, hier und da, da. Ja, da kann ich jetzt nichts ausrichten. Das ist jetzt dann weg. Ist halt so. Jupp. Glück gehabt. Der hätte mir jetzt den Blumentopf gefressen. Aber da könnte ich mich mal ärgern, wenn die Bungee-Zombies die Blumentöpfe wegmachen. Also so, dass ich erst... Ja. Es kostet, der kostet zwar nicht viel und so gesehen, es ist eigentlich günstiger, als wieder eine Pflanze draufzusetzen. Aber manchmal wollte man eh eine Pflanze ersetzen und dann... Yay! Die ist geil. Die mag ich. Irgendwas mit Mais. Maiskatapult. Nee, Kornapult. Tolle Wortspiele hier. Schleudert Maiskörner mit Butter auf Zombies. Ein Leiterzombie. Was genau das Kornapult und der Leiterzombie machen, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich mache für heute Schluss. Oh, habt ihr schon meine stylische Satellitenschüssel gesehen? Interessant, was ich so auf dem Dach habe. Naja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer der gerade steht. Und schaltet auch bei der nächsten Folge Plants vs. Zombies wieder ein, wenn wir uns näher angucken, warum der einen Bleistift durch den Kopf hat. Bis dann!